willkommen zu einer neuen Folge von Horrible Histories, Hidden Mysteries und Horrible Games. Games. Heute ist es Zeit. Nach der Titanic-Pleite kommt jetzt Horrible Histories, Ruthless Romans. Ruchlose Romane. Aber weißt du was? Ey man, das ist die Special Limited Edition. Mit Buch. Die packen wir jetzt live aus. Die ist schon ausgepackt. Hier oben hast du schon einen Knick reingemacht. Pack's aus, es ist dein Spiel. Ruffles Romans. Du hast es über Amazon UK käuflich erworben. Nice Kitty. Grrr. Live ausgepackt. Das war nicht Amazon, das war My Memory. Dein Memory? My Memory. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Narrated by Terry Deary. Wahrscheinlich Terry Deary. Irgendein bekannter Sprecher hat das gesprochen. USK 6. Sieh mal einer, guck. Tatsächlich. Gibt's das vielleicht sogar in Deutsch? Ruthless Romans. Aber jetzt kommt das Highlight. Das Buch ist dabei. See you later, Gladiator. Ey, das ist dieser Artstyle, der hat was. Da. See you later, Gladiator. Awesome. Okay, du stöpst jetzt die CD rein. Ich lese das Buch. Not for individual reasons. Introduction. History has always been horrible. But some bits are more horrible than others. So if there was a contest, who would be the most horrible people in history? The Aztecs, because they used to rip out people's hearts while they were still beating. Sensible girl, Sophie. A cool choice. Of course, the Aztecs ripped out hearts because they thought that was the only way to make sure the sun would rise in the morning. Das ist sogar deutsch. Römer, schauderhafte Geschichten. Skrupellose Römer. Please, sir, the Spanish Inquisition, because they tortured people and then burned them to death. Good answer, Michael. Spanish torturers would have told you they were killing their victims to make sure those victims could go to heaven. They thought they were helping. Please, sir, the Romans. Don't be dumb, Daniel. The Romans were wonderful people. Okay, das solltest du dir wirklich mal lesen. Ruffles, es scheint lustig zu sein, ne? Wir kennen es leider nicht. Also für alle, die es da draußen kennen, herzlichen Glückwunsch. Schauderhafte Geschichten. Wir steigen ein in die schauderhaften Geschichten. Ich nehme Controller Nummer 2, der nicht vorhanden ist. 1 bis 4 Spiele. Wo die Batterien leer sind. Schwarz-weiße Anleitung. Kommen wir zum Spiel. Drücke A. Jetzt bin ich mal gespannt. Haha. Man kann ja pointen. Was gibt's denn hier? Extras. Rekorde, Optionen. Ich gehe mal erst. Als allererstes in die Optionen. Untertitel ja, nein. Schnummel. Ja komm, dann mach doch mal, Abenteuer oder Minispiel. Sollen wir Abenteuer zuerst machen? Ja, kann man Abenteuer denn zu zweit machen? Mach doch mal Abenteuer. Mach doch mal irgendwas. Fortfahren. Es gibt noch nichts. Ja, warum kann ich das dann anwählen? Stell dir vor, die Leute laufen zum GameStop, reklamieren das. Kann grausam sein, aber zu Zeiten des römischen Kaisers Commodus war sie besonders grausam. Das hier ist eine Statue dieses schrecklichen Mannes. Unsere Geschichte beginnt in Dakien, wo die Daker für die ruchlosen Römer nach Gold graben müssen. Die Bauern rebellieren, was sie eigentlich immer tun. Die Römer schicken nun die 5. Legion, um den Rebellen das Fürchten zu lehren. Treu und ergeben ist ihr Motto. Gladiator. Anführer Lucius Gladius oder Gladius der Glorreiche, wie er gern genannt wird. Da schlägt das Schicksal zu. Der Anführer Lucius verletzt sich am Bein. Oh, jetzt ist er nicht mehr so glorreich. Sein Pferd rennt davon. Eine gute Idee, denn wenn die Daker Lucius erst in den Händen halten, töten sie ihn. Was kann der große General tun? Bis zum Tode kämpfen? Nein. Er versteckt sich und hofft, von niemandem entdeckt zu werden. Lucius verkriecht sich im Dunkeln einer dakischen Hütte. Hier in der Hütte ist er sicher, bis er aufblickt und ihn zwei helle Augen anstarren. In der Dunkelheit sieht Lucius die angsterfüllten Augen eines Kindes. Er sieht das Kind sieht ihn. Beide sehen sich an.
Schwer zu sagen, wer größere Angst hat. Ein darkischer Krieger stürmt in die Hütte. Er kann im Dunkeln nichts erkennen und Lucius sitzt da wie erstarrt. Der Darker sieht den Römer nicht. Puh, Lucius ist gerettet. Dem Kind sei Dank. Die Römer gewinnen den Kampf und retten ihren Anführer Lucius. Zurück nach Rom. Aber Lucius nimmt den Jungen mit Namen Rassimus mit. Er hat ihm Glück gebracht. Von jetzt an ist der traurige Junge sein Sklave. Lucius nennt ihn Glücksknabe. Die Jahre vergehen, wie es alle Jahre tun. Und der kleine Rassimus lebt jetzt in Rom. Lucius Gladius jedoch denkt, dass er sich langsam zur Ruhe setzen sollte. Deutsche Sprecher ist nicht so toll. Glück wendet, sozusagen treu und ergeben. Die Frage ist auch, wann geht es los? Verletzt habe. Danke. Naja, aber ich dachte mir, die eine Szene war ja ganz lustig jetzt. Kommen wir zu den Minispielen. Das war der Abenteuermodus. Ja, das war der Abenteuermodus. Suche deinen Lehrmeister Lucius und rede mit ihm. Neue Quest! Oh yeah! Das ist voll die 3D-Grafik. Folge dem Weg, um das Sonnenweg zu finden. Das hier mit dem D-Pad zu steuern, ist ja mal Pain. Vielleicht kannst du auch einen Nunchuck machen. It's remote only. Okay, das Anschlagbrett. Don't need a tutorial. Es lädt ein bisschen lang, ne? Also okay, ja, das ging jetzt schnell, aber eben fand ich. Aber es gibt wirklich wenig Spiele, die sich mit Römern befassen, oder? Find ja, ich. Stimmt. Mal so ein Hack'n'Slay in der Römerzeit, so, das wäre auch mal was. Oder muss nicht Hack'n'Slay sein? Das ist. Ja. Okay, kommen wir zu den Minispielen. Lieber wäre ich frei. Was? Für ein Bier? Ja, Kampfarten lernen! Glückwunsch! Quest abgeschlossen. Ich laufe die Gladiatoren und lerne Gladiatoren Kampfarten. Neue Quest. Geh zum Gladiatoren-Mosaik und füge das erste Puzzleteil ein, um die Ausbildung zu beginnen. Lass uns doch mal die. Was haben wir hier? Gladiatoren ausbilden. Das sind meine Quests, ja. Das ist mein Rucksack, mein erstes Puzzleteil. Fügen wir das mal hier ein. Tada! Yeah! Gewinne 3 Minispiele! Also das Lenken hier im D-Pad, Katastrophe. Nummer Ü. Was ist das für ein Typ? Der hat ein Gehirn in der Hand. Palaver. Nein, kann ich mir nicht spielen. Hier? Freunde hinzufügen. Möchtest du jemandem in der Herausforderung helfen? Weiter. Regel. So wird gespielt. Es zeigt, wie man mit Schiff antwortet. Drücke A auf Antwort auszuwählen. Spielen! Bin ich denn jetzt dabei? Spielst du mit? Don't know. Keine Ahnung. Anscheinend nicht. Ich bin nicht dabei.
Frage 1. Yay! Ich will auch. Frage 2. Abwasserkanäle. Du mein Sohn Brutus. Marcus Antonius? Yay! Yeah. Kannst du was lernen, ne? Octavian war Julius Caesars. Weiß der Geier. Sag was. Neffe. Großneffe. Menschen fressen. Menschen fressen? Klar. So logisch. Kaiser Caligula. Kaiser Caligula war höchst seltsam. Wer ihn ernannte, er zu seinem Konsul. Eine Statue. Sein Pferd. Warum wurde Brutus zum Anführer der Mörder von Julius Caesar gewählt? Er war total witzig. Er war witzig. Frage 8. Wer war der erste römische Kaiser? Commodus? Augustus Caesar. Kaiser Tiberius war berüchtigt dafür, Beine zu brechen, Finger abzuschneiden, anderen in so zu schneiden, Haare auszureißen. Ey, woher willst du das wissen? Muss das Buch gelesen haben. Beine zu brechen. Warf sie in einen Gully. Das hat er schon. Er warf sie von einem Turm. Ja, von einer Klippe. Wow, 2 Punkte. Ich war richtig gut. Der Dirk. Nee, lass mal. Lass mal gut sein. Okay. Voll das MMO hier. Es geht ab. Das ist genauso spannend wie so ein MMO. Guck dir den an, den Typen. Oh, voll der Schreck. Es geht ab. Schon gewusst? Nee. Also okay, das ist so eine Art Lernspiel, ne? Soll ich mal ins Hauptmenü gehen? Sollen wir wenig Arbeit machen? Lass mal sehen, was da drin steckt. Das ist ja echt kunterbunt. Jetzt muss ich gerade, wo du steckst, ich muss wieder an das Xbox-Spiel denken, weißt du? Als es damals rauskam, alle gesagt, boah, voll die neumodische Grafik. Was? Zu Shrek, zu dem Film. Gab's damals noch ein Spiel auf der Xbox. Minispiele. Wie viele Spieler? 2. Oh yeah, voll die Charaktere. Ich nehm den. Schmie! Flavius. Ey, in welchem Spiel gibt das, wo man gleichzeitig seinen Namen eingeben kann? Also, das ist mal Hut ab. Ja. Es gibt noch innovative Leute. Leute, die sich Gedanken machen. Minispiele. Retiarisu. Alles. Ja! Ich kann auch schnell sagen. Achso, da war noch eine andere Seite. Wir machen mal Seite 1 komplett. Seite 1 komplett. Start! Was bist du denn für einer? Das ist Shinomi-Mann. Nächstes Minispiel, Queer-Man. Sammle so viele Äpfel und Token ein wie möglich und pumpe sie. Wälsche den Stieren aus, solange du kannst. Okay. So wird gespielt. Benutze wie viel Charakter einen Avatar zu bewegen. Spielen. Wie müssen wir pointen und warum drücken wir das? Ach so. So oder was? Das ist aber gut hier. Ach, ich muss den Stieren. Das ist schon gut. Ich auch. Das ging schnell, Dude! Ich hab gewonnen! Nochmal! Ich krieg den Haufen Scheiße.